Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist wieder am Start mit einer kleinen Runde Let's Talk. Vorab wieder mal ein bisschen Informationen. Hintergrund ist ein bisschen steriler gehalten, weil ich gerade in Bayern bin, in München, um genau zu sein. Und bei dem lieben Impi, der möchte aber nicht so gerne dabei sein. Das akzeptiere ich natürlich auch. Der ist halt nicht so der Kamerafreund wie ich mit meiner wunderschönen Pracht, wie ich immer zu sehen bin. Und deswegen gibt's heute wieder ein Let's Talk nur mit Mini alleine. Und wir schauen mal, was so draus wird, ne? Ja, dann viel Spaß. Level 1. Vor einigen Jahren stand Nintendo kurz vor dem Aus. Nichts schien mehr sie retten zu können. Weder der blaue Igel noch der Klempner hatten die Macht dazu. Bis eines Tages dann Pokémon Blau und Rot erschienen ist. Diese konnten Nintendo aus dem Ruin retten und ohne dass finanzielle Schwierigkeiten auftauchten, haben sie dafür gesorgt, dass die Wii noch entwickelt werden konnte. Was vielleicht noch interessant wäre zu erfahren, ist, dass Pokémon nicht der reichste Anime-Erfinder ist. Es ist ein anderer. Und wer? Könntet ihr mal in die Kommentare schroten. Level 2. Pokémon ist mit das ausgewogenste Rollenspiel, was ich je spielen durfte. Wer brauchte damals eine gute Grafik, wenn er so ein geniales Gameplay hatte? Nicht nur, dass man auf die Elemente achten musste, sondern auch mit welcher Intensität man sie trainierte und mit welchen Werten ich gegen was antrat. Das alles und noch viel mehr wurde in ein Kinderspiel eingebaut. In den nächsten Generationen kamen noch die wundervollen Charaktereigenschaften, die dein Pokémon noch individueller gestalteten. Denn dadurch konnte man auch die Statuswerte wiedererkennen. War einer zum Beispiel aggressiv, konnte man das wieder in den Angriffswerten nachempfinden. Und so weiter. Des Weiteren bekam jedes Pokémon noch eine Fähigkeit. Dürre zum Beispiel, verstärkte Feuerattacken und schwächte Wasserattacken. Entschuldigung, wenn ich das jetzt gerade ein bisschen durcheinander bringe. Es ist ewig her, dass ich Pokémon gespielt habe. Für jeden war etwas dabei. Ob man einfach nur anfängermäßig spielen oder auf Turnieren sein Können zeigen wollte. Ein jeder konnte was damit anfangen. Level 3. Leider wurde aus der nächsten Generation das Tag-Nacht-Spiel wieder rausgenommen. War dieser eigentlich sehr wichtig gewesen. Allein durch den Tag-Nacht-Wechsel konntest du entscheiden, zu welchem neuen Pokémon sich dein Evoli entwickeln wollte. In der Nacht wurdest du nach Tara, am Tag zu Psyana. Auch zu welcher Zeit welches Pokémon auftauchte, wurde hiermit geregelt. In der Nacht kamen Hoothoots, am Tag oder am Morgen kamen Taubsies. Auch mit steigender Generationszahlen stieg auch die Unnötigkeitsskala ziemlich weit an. Ich meine, was ist das hier? Ein fucking Schlüsselbund? Ich bitte dich, vielleicht mag es ja den einen oder anderen stören, wie mich, dass Evoli einfach unglaublich viele Entwicklungen bereits hat. Doch, das ist erstmal nebensächlich zu betrachten. Auch das in der neuesten Generation angespielte Böse ist nichts, womit Kinder wirklich was anfangen können. Level 4. Zwar sind die neuesten Pokémon-Formen nicht jedermanns Sache, aber mit ein bisschen Ketchup, Pfeffer und Salz schmeckt einfach alles gut. Und davon hat Pokémon einfach genug. Und daher gebe ich Pokémon eine zu 95% aufgeladene Lebensleiste. Sieh, das war jetzt das kleine Let's Talk wieder zu Pokémon. Ich freue mich tierisch. Ich kann vielleicht nochmal kurz erzählen, was ich überhaupt hier in München mache. Das habe ich zwar schon ein paar Mal erwähnt, aber ich kann es jetzt nochmal hier nochmal groß raushängen lassen. Und zwar möchte ich gerne nach München ziehen oder halt nach Bayern ziehen. Nähere Umgebung zu München oder auch in München ist mir halt so Latte ein bisschen, weil ich hier neu anfangen möchte in Art und Weise. Ich möchte mal meine Vergangenheit hinter mich bringen, weil einfach viel zu viel Scheiße passiert ist dort und ich auch so in der Art und Weise keine Arbeit mehr finde. Halten in der Art und Weise tut mich da jetzt nicht wirklich irgendwas. Familie, ja, ich mag meine Eltern, also ich liebe sie, ist ja klar, aber es ist jetzt nicht der Grund, warum ich jetzt ewig dort bleiben müsste. Mein Hauptziel war eigentlich Rosenheim, aber je nachdem, wie jetzt natürlich mein neuer Arbeitgeber es in Zukunft
handeln wird. Nein, ich werde nicht verraten, wo ich arbeiten werde. Das ist Privatangelegenheit, wo er. Ja. Deswegen bin ich hier. Hab jetzt weitgehend ein Jahr bekommen. Ich bekomme einen Vorabvertrag, womit ich dann hier in München auf Wohnungssuche gehen kann. Daher auch die komischen Videonamen in meinen letzten Naruto und Viva Pinata Videos. Deswegen das Donnerstag, Freitag, Mittwoch, Donnerstag Videoname, um einfach habe ich alle an einem Tag hochgeladen, damit ihr halt wisst, welche Reihenfolge ihr es gucken müsst, habe ich das halt so benannt. Easy peasy, total cool. Aber ihr Idioten habt das sowieso alle schon am gleichen Tag geguckt, also die, die das immer gucken. Ich habe aber überraschenderweise ein paar mehr Klicks und ich möchte gerne mal hier noch einen Dank aussprechen. Und zwar an den lieben Turox, der mir jetzt mal so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat und demnächst möchten wir auch gerne mal was zusammen machen. Hat er mir jetzt geschrieben. Wir haben uns jetzt bei Skype geaddet und ich hoffe, dass das demnächst mal bringt. Ich verlinke mal hier Turox so mal hier hinne, damit ihr mal darauf zugreifen könnt. Lasst eine Bewertung zumindest da. Also ich bitte euch natürlich jetzt nicht um Abo und Favo, das mache ich nicht, das wisst ihr. Aber lasst mal wenigstens eine Bewertung da, um einfach mal zu sagen, hier, okay, das und das gefällt mir nicht und sowas. Darauf freut er sich natürlich ganz dolle. Ist auch ein Vlogger eher, also sprich mit Call of Duty Videos im Hintergrund und dann labert er halt so ein bisschen. Schaut mal rein, ist ganz, eigentlich ganz cool. Gut, möchtet ihr vielleicht ein Thema vorschlagen? Wenn ja, könnt ihr das in die Kommentare schroten und auch mal sagen, ob das Konzept immer noch so in Ordnung ist, weil so auf die Schnelle fällt mir jetzt nichts anderes mehr ein, was man hier ändern könnte. Ich hoffe, dass jetzt auch in diesem Video die Animation mit dabei war, mit der Lebensleiste Gedönse. Das hoffe ich jetzt mal wirklich inständig, dass das mal da war. Und das nächste Let's Talk wird vielleicht ein bisschen mal auf sich warten lassen, weil sonst haue ich mir die ganzen Let's Talks wieder auf einen Schlag raus, so wie die Let's Retros zum Sonntag. Die habe ich mir alle auf einmal rausgehauen und jetzt habe ich irgendwie keine Retro-Spiele mehr, die ich sonntags raushauen könnte. Deswegen werde ich das mal bisschen ruhiger angehen lassen, aber es wird auf jeden Fall wieder weitergeführt. Es macht mir Spaß in Art und Weise. Gut, ja, ich rede wieder viel zu viel. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss!